Lieben, schön, dass ihr vorbeischaut. Ja, diesmal hat es wirklich lange gedauert mit einem neuen Video. Das lag daran, dass bei uns Nachwuchs gekommen ist, und zwar 3 Monate zu früh. Und derzeit pendel ich dann immer zwischen dem Frühchen und jetzt das erste Mal auch wieder zu Hause. Ja, und jetzt wollte ich mich auch unbedingt mal wieder an den Schreibtisch setzen, ein bisschen basteln. Es tut einfach unheimlich gut, das Kreativsein. Und ja, dieses kleine Projekt habe ich tatsächlich im Elternhotel gebastelt und mir dort alles vorbereitet. Ja, und jetzt kommt das Video dazu und lasst uns doch gleich mal loslegen. So, als erstes nehmt ihr euch das Stück Limette. Das ist 11,8 cm lang und 5,9 cm breit. Und ihr falzt es bei 5,9 cm. Also wirklich ein kleines Kärtchen, das ihr eben in der Mitte einmal knickt. Und das sind die Framelits, jetzt muss ich einmal schnell gucken, Stickmuster. Die habe ich einmal im extra starken Flüsterweiß gestanzt und noch einmal in kleines in Limette. Und ich habe die, glaube ich, jetzt schon öfter mal gezeigt, hier diese Framelits. Die sehen eben so aus, schönes Chaos gerade bei mir. Und das sind eben die Vierecke, habt ihr Kreise und Ovale. Ich habe 2 verschiedene Größen verwendet von den Vierecken. Und ihr nehmt euch jetzt einfach das Flüsterweiß und klebt es direkt drauf, damit es eben nicht zu dick wird von der Karte her. So. Also direkt drauf. Und die dritte Lage, wobei ich weiß gar nicht, ob man hier von dritter Lage sprechen kann, da habe ich ein Dimensional verwendet, damit eben doch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen Abstand ist. So ein bisschen 3D-Effekt. So. Und hier ist eigentlich die Kunst, was ich immer nicht hinbekomme, mittig zu kleben. Ich habe immer eine Seite, die ist schmaler als die andere. Aber es ist dann doch irgendwie auch selbst gemacht. Das muss nicht alles perfekt sein. So, also das ist jetzt die Grundkarte. Und ich habe schon wieder den Eindruck, irgendwie das ist ein bisschen... Ach Mensch. Ach, wisst ihr was? Das bleibt so. Also, genau. Und jetzt kommen die nächsten Framelits. Das sind die Framelits eben aus der Produktreihe Bunte Vielfalt. Und die finde ich total schön. Das ist eins meiner Lieblingsprodukte aus dem neuen Katalog. Und die heißen, jetzt muss ich einmal gucken, ja, kreative Vielfalt. Ich kann es mal nicht merken mit bunt gemischt, kreative Vielfalt, bunte Vielfalt. Naja, auf jeden Fall, dort habe ich hier folgende Thinlits verwendet. Und zwar dieses kleine, hier seht ihr noch die Reste. Und das sieht so aus. So sieht es eben ausgestanzt aus. Und dann habe ich das ausgeschnitten, sodass am Ende eben diese beiden Formen rauskamen. Jetzt kann ich das auch wieder wegnehmen. Genau, also diese beiden Formen kommen raus und das klebe ich erstmal alles hier einfach aufeinander. Ich fange mal unten an, dann muss ich nicht so viel rumfriemeln. Da braucht ihr auch nur wenig Tombow. Ich finde einfach die Kombination mit Gold so schön, das ist so schön frisch hier auch zu den anderen Farben. So, jetzt brauche ich ein bisschen Geduld, dass es nicht gleich wieder verrutscht. So. Wie weit ihr es runterschiebt, ist Geschmackssache. Also es kann natürlich auch draußen ein bisschen hier abstehen oder hervorstehen, wie ihr möchtet. So, und hier habe ich jetzt auch nochmal ein Thinlit verwendet, und zwar in der neuen In-Color Meeresgrün. Das finde ich auch sehr schön und passt auch schön zur Limette. So, da habe ich hier so ein bisschen auch wieder Tombow verwendet. Was ich halt schön finde, ist, dass dieses Gold so ein bisschen, na, ich gehe mal näher ran, so ein bisschen hervorlinst. Nicht zu doll, hier sieht man es sofort und hier nur so ein bisschen. Ja, und jetzt kommt ein Spruch. Der Spruch, der kommt aus dem, oder stammt aus dem Stempelset Bunt gemischt. Da habe ich kombiniert dieses Hallöchen mit dem Drück dich und das auseinandergeschnitten, weil ich das dann untereinander kleben möchte. Und dies habe ich aufgeklebt mit den Glue Dots. Ihr könnt es auch mit doppelseitigem Klebeband, das ist mir mal zu friemelig. Glue Dots steht verdammt schnell, finde ich. Und daher mussten auch jetzt wieder die Glue Dots dran glauben. So. Ihr könnt es auch mit doppelseitigem, was nicht mit doppelseitigem Klebeband, das auch, aber auch mit Dimensionals, dann steht es noch ein bisschen mehr ab. Wie ihr möchtet. So.
Jetzt kommt noch der letzte. Ich habe echt einen enormen Verschleiß hier an Glue Dots, weil ich die so gerne verwende. So, hier schneide ich noch mal ein bisschen was ab, weil es sonst zu lang ist. Dann passt es hier nicht sonst. So. Ja, und ihr seht, die Karte ist schon fertig. Also es sind wirklich nur wenig Elemente. Ich finde es richtig schön. Ist ein kleines Kärtchen, das ihr eben in Blumensträuße stecken könnt, einfach mal beilegen könnt beim Geschenk oder bei einer Briefsendung. Und ja, das habe ich jetzt gemacht. Ich habe es in verschiedenen Inkalern gebastelt. Das seht ihr dem eben auch auf dem ersten Bild. Und ich hoffe, es gefällt euch. Also vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.